Oh, wir sind draußen. Okay, wir sind draußen. Jetzt müssen wir Wesker aufspüren. Genau. Bitten Sie Alex. Weißt du, du musst mich dabei nicht begleiten. Ich bleib bei dir. Ich will die Wahrheit genauso rausfinden wie du. Das sollte mal die... soll wohl die Fabrik darstellen. Früher muss das mal eine Art Mine gewesen sein. Okay, ich sag nix. Dann war es eben mal eine Mine. Ich erinnere mich an etwas. Ich glaube, die Frau war irgendwo da unten. Okay. Gehen wir runter und schauen, wie wir rüberkommen. Die alte Hexe wird dafür bezahlen, was sie Moira angetan hat. Ehe sie das nicht tut, werde ich die Insel nicht verlassen. Oh, was sehe ich denn da? Eins von elf. Immerhin etwas. Wegen des letzten DB nicht geklappt hat, bin eingeschlafen mit meiner Freundin. Das war ein anstrengender Tag. Grüß dich, wie geht's? Alles gut, Jay. Wie geht's auch? Wie geht's? Ganz gut eigentlich. Selbst? Da hängen Leute. Und das hört sich so an, als wäre da unten jemand. Wo zum Teufel sind wir jetzt? Schau in deinen Stream während... Nicht, dass euch noch der Appetit vergeht. Nehme ich die Tür, ich bin cool. Haben wir hier an der anderen Seite verschlossen. Okay, Natalia, ich glaube, das ist Weg für dich. Ah, natürlich. Nee, auch nicht. Im ersten Abschnitt von Episode 3, da wäre euch bestimmt der Appetit vergangen. In einer Schlachterei. Oder Blutrose, wo die Schweine hängen und ausbluten. Kein Strom. Das ist ein Problem. Ah, hier geht's weiter. Natalia, nimm dir den Kiesel, den Ziegelstein. Räuberleiter geht nicht.
Vielleicht sind Barry und Natalia ja mal das erste Mal jetzt in ein Gebiet, wo wir später mit Claire und Moira sind. In der Vergangenheit. Sonst war es ja immer umgekehrt. Sturmgewehrmunition. Ziegelstein. Konsole kaputt gemacht. Wahrscheinlich von beiden Seiten gleichzeitig. Bleib da, Natalia. Gut, er sagt aber auch kein Strom. Was war das? Ouroboros. Ich sag ja, da drinne. Das ist die Kamera gewesen. Werkbank. Nichts drin. Wahrscheinlich müssen wir da rein. Irinas letzte Worte. Die Leichen türmen sich langsam. Es sind so viele. Mein Gott, was haben wir getan? In Resident Evil 5 wurde der Ouroboros auch mit Leichen gefüttert. Excella auf dem Schiff. Diese Frau, diese Alex, sie ist nicht hergekommen, um uns zu retten. Sie kam, um uns zu zerstören. Mein Vater lag die ganze Zeit richtig. Alles, was sie will, ist Ungeheuer zu erschaffen. Und Menschen sterben. Wir haben ihr die ganze Zeit dabei geholfen. Wie konnten wir nur so dumm sein? Sie hat uns alle mit etwas infiziert. Ich weiß nicht, was es ist. Erst fängt es an zu jucken, dann der Körper. Er fängt an, auseinanderzufallen. Wenn die Blindheit einsetzt, ist das letzte Stadium erreicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Auch für mich. Oh Papa, ich wünschte, du wärst hier. Ich wünschte, ich könnte dich noch einmal sehen. Die Insel ist erledigt. Nichts mehr übrig außer Tod. Ich weiß nicht, wie viel Zeit noch wohl nicht mehr lang. Beine fühlen schon komisch. Warum ist es bei Resident Evil immer so, dass eine Verwandlung aufgeschrieben wird? Juckt jetzt, Augen schwach, Schmerz, Schmerz, Schmerz in Gliedern, Gott hilf, pop, 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 pop. Schadenstufe 4. Haben wir hier noch ein Gebäude? Grünes Kraut. Noch Sprit da?
Mal, Generator läuft. Muss der Netzschalter für das Fließband gewesen sein. Damit sollte ich Sachen von A nach B schaffen können. Okay. Da will ich irgendwie noch gar nicht rein. Oder muss ich da jetzt rein? Na! Ah. Ach verdammt! Ich seh nichts mehr! Das ist wie bei Mario Kart. In den Beinen. Das Monster kommt. Das kleine Mädchen. Ah. Der Netzschalter für das Fließband gewesen sein. Oder ist noch verschlossen? Ding ist hier drin. Waffne dich, Kleines. Ach, großer Gott, was für ein Saustall. Mir wird schlecht. Das Ding können wir wohl als Stromquelle benutzen. Kommen wir jetzt einfach so zurück. Ah, Mann. Immer schön auf den Alterpickel. Das ist ein Ouroboros. Guck, mache ich mehr Schaden? Hab ich so geskillt? Natalia, du stehst weg. Ach, nachladen. Schau ab hier.
Aber es bringt schon was, wenn man dann wirklich auch dann geduckt ist. Verdammt, wir kommen hier nicht mehr raus. Dann eben so. Ach, haben sie mich nicht gesehen? Ich hole mir einen kaputten Rücken, wenn ich das Teil ganz bis zum Fahrstuhl schleppe. Easy peasy lemon squeezy. Ja, wie viele siehst du? Zack. Ah. Das Monster. Danke dir. Zeig mir deine Alterbeule. Ah. Das war's mit ihm. Nein. Ich denke mal, wir benutzen wir das jetzt, um hier hochzukommen. Ah, I understand. Ziegelstein. So. Alarm! Alarm!
Nein! So, auf zum Fahrstuhl. Ist hier jemand, Natalia? Da. Da vorne ist etwas. Sei da. Vorsichtig. Anderen Seite verschlossen. Okay, Moment. Okay, warte noch hoch. Wahrscheinlich übers Dach hoch. Aber scheinbar müssen wir hier den Würfel rein tun. Wir müssen die Tür aufschließen, dann hier wieder diesen Würfel rein. Das Kraut. Easy. Nach einer ganzen Mission hat Baby erstmal Rückenschmerzen. Komm zu Papa. Falsche Taste. Und das fährt jetzt hier hoch. So, jetzt aktivieren wir den Strom im Fahrstuhl.